Ey, wenn das so weitergeht, ich sag euch, wenn das so weitergeht, könnte das Endzone-Mixtape wirklich geisteskrank geil werden, ne? Fucking Gangshit einfach. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer brandneuen Folge Feuer im Stu. Heute werden wir uns ein weiteres Single aus dem Endzone-Mixtape gönnen. Ja, zusammen mit Osama GBS, ein ganz, ganz wilder Typ. Ja. Ich kenne ihn von Gorilla Glue, habt ihr mir empfohlen. Bitte gönnt ihr das, so habe ich natürlich gemacht. So. Gorilla Glue findet ihr übrigens auch in der Wavegang-Playlist. Ganz, ganz wilder Song. Ja. Dann danke nochmal, Shoutout an euch, dass ihr mir das empfohlen habt. Und weil Osama GBS so eine geisteskrank einzigartige Stimme hat, ja, ist meine Community-Frage diesmal an euch: Wer hat eurer Meinung nach die einzigartigste Stimme? Osama GBS, Endzone, Saruch, let's get it! Okay. Auch übrigens geil, dass Producer-Tags so eine Bedeutung haben aktuell generell im Rap-Game. Die machen so viel, dass der Song erst wirklich richtig krass wird. Deswegen wirklich Shoutout an alle Producer, Shoutout an alle Producer-Tags. Legt euch bitte ein geiles Producer-Tag zu, ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Und Endzone Producer-Tags auf jeden Fall, Baba. Bist du hier richtig? Mein Zeug giftig, gut angepackt, es ist luftig, keine Truppen und nicht flüchtig. Zieh! Vielleicht macht das wirklich die Stimme aus, aber irgendwie die Energy, die ist einfach krank. Man ist so irgendwie so direkt hyped auf so 1000%. Muss ich, du und deine Squad, ihr meint es ironisch, dass ich dich trocken nehm, das ist doch logisch, so nicht. Wie du am Flexen bist, das ist doch komisch. Sieht aus wie Honig am Blättchen, die Mische im Becher macht Tadi. Holy shit! Leute, ich muss mich hier erstmal wirklich ein bisschen beruhigen. Das ist einfach diese Energy. Ich komme damit irgendwie gar nicht richtig klar. Alter, aber ihr wisst genau, auf sowas stehe ich, ja. Wenn wirklich so krank geflext wird. Einfach der Style wirklich 100% das ist, was den Song ausmacht. Und das macht es aus. Das ist einfach so fucking Gangshit einfach. Diese Richard, ja, habe auf Menge das Beste. Hatte man Fitness, ich mach noch paar Sätze. Darauf kleben so wie Kletten. Haschplatten aus dem Westen. Testen. Pressen und Vakuum geht. Das Ding ist auch, das sind halt so Songs, da gibt es keine Pause. Du kannst nie kurz sagen, okay, stopp, Bro, ich brauche kurz eine Pause. Das ist einfach 3 Minuten einfach flexen. Und ich weiß jetzt noch nicht, ob die Hook schon kam, ob ich die verpasst habe oder so. Aber wenn die jetzt genauso wild wird, zu wild. Meine Zapfen werden aussortiert, Kalifornien, es wird importiert, weiße Wolke, sie wird inhaliert. Lecker, lecker, Wolke 7, Eis im Handy, bitte. Lecker, lecker, Wolke 7, Eis im Handy, Becher. Auch Shoutout 65 Goons, ja. Generell Shoutout 2 Live Entertainment, wirklich absolute Ehrenmänner, ja, reposten immer. Schicken ganz viel Liebe raus, so. Shoutout Major McFly. Berlin ist einfach zu wild. Berlin überrollt gerade Deutschrap, was Deutschrap angeht. Berlin ist einfach zu krass. Berlin gibt den Ton an. Es gibt noch andere Künstler, ihr wisst, es gibt andere Künstler, aber Berlin gibt aktuell den Ton an. Ich muss euch das so ehrlich sagen, ja? Hab ich im Auge wie Ware am Bindo, Haare geflochten, ich chill in mein Tanktop. Du klappst zusammen wie der Bildschirm vom Laptop. Ey! Zweimal die Woche, da bin ich beim Barber, keiner kommt zu. Oh mein Gott. Bei solchen Songs sind die Texte meistens eher weniger wichtig, aber hier. Er flext auch unnormal gut mit Texten. Das sind keine Haus-Maus-Reime, sondern das. Gefällt auf jeden Fall. Wie der Nigger Osama, zu viele Stitches, sie machen nur bla bla. Jammer, nie wieder broke, so wie damals. War mal, smoke ein Horn wie Indianer. Leute, der Beat, ihr wisst, eh krank. Eh krank. Endzone, eh nochmal biggest Shoutout an Endzone, ja. Endzone macht einfach wirklich Trap Banger. Du bist zu hektisch, erkenne den Vater. 2G, in mein Zaruch, Druck in der Lunge, der Cognac im Blut. Handy am Brennen, genau wie die Glut. Wenn ich mit Mucke, dann plan ich ein Coup. 2G. Wenn ich mit Mucke, dann plan ich ein Coup. Das ist so ein bisschen auch so Wortspiel, so wenn ich mit Rap, dann mit der Popgun. So, das ist halt Klassiker, aber ich finde es immer nice, wenn Leute auch so quasi so den Vibe von alten Lines irgendwie versuchen, in neuen Lines zu catchen. In mein Zaruch, Druck in der Lunge, der Konik im Blut. Handy am Brennen, genau wie die Glut. Wenn ich mit Mucke, dann plan ich ein Coup. Jungs, die Leute haben auch immer so geisteskrank wie Ott dabei. Glaubt ihr, das ist echtes Ott, was da in den Videos so benutzt wird? Oder glaubt ihr, das ist so Fake-Ott-mäßig? Weil was ist, wenn die mal gebastelt werden beim Videodreh? Das, also für sowas.
Kannst du schon gut Knast kriegen, glaube ich. Bin in der Gegend, wir machen wie Boom. Gerade im Sommer, das Business ist Boom. Bevor ich hier gebe, sie schickt mir die Nudes. Hier steigt, bin im Flug. Ich pumpe dich allein. Dieses, dann schickt sie mir die Nudes. Ist ja auch so ein bisschen von Gorilla Glue, wirklich. Dieser Song. Wirklich, biggest Shoutout an denjenigen oder an die Leute, die mir gesagt haben, bitte check auf jeden Fall Gorilla Glue aus. Danke, danke. Grüße gehen raus an euch. Ja, ihr seid die echt, bitte hört nicht auf, mir Songs zu empfehlen. Einfach in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas Krasses gehört habt. Muss auch gar nichts mit dem Song zu tun haben, den wir jetzt hören sollen. Einfach, gönnt einfach, ja. Gönnt einfach. Du kennst meinen Ruf, Hände zur Seite, der Mikey Move. Der Jibbit, der schmeckt so wie Mango Juice. Jeden Tag andere. Meistens sagt man ja, dass so Leute, die so mit so einer tiefen Stimme rappen, dass man da irgendwie nichts versteht und die machen irgendwie zu doll, verstellen ihre Stimme zu doll, bla bla bla. Hier, man versteht es richtig klar, es ist irgendwie richtig nice. So. Deswegen, also wirklich, Props an ihn. Text ist sehr, sehr nice bis jetzt. Der Vibe, ihr wisst. Vibes eh komplett, schau. Retreat euch, Sportanzüge wie ein Trainer, auf Beutesuche wie ein Jäger. Immer das gleiche Thema, Unternehmer. Du hörst dich an wie jeder. Unternehmer. Vibes sind so schwer zu machen in Songs, ja. Du kannst einen krassen Flow haben und du kannst irgendwie krassen Text haben und auch der Beat kann krass sein, aber wenn das nicht alles gut harmoniert, dann kriegst du den Vibe halt nicht hin. Dann kriegst du den Vibe nicht hin. Das ist das, was die Leute dann wirklich so catcht und halt zum Ausrasten bringt. So wie ich das gerade, ja. Und der Vibe 100% einfach. Bin mir so sicher wie 100, dass ich am Ende mehr Puste hab. Du willst was essen, du kriegst so den Hunden ab. Kachi, sie sacken auch ohne den bunten Band. Auf Straße bist du noch sehr unerfahren. Leute, also wirklich Video High Class, aber trotzdem Street Shit so. VFX halt krass. Generell der Style, wie das Video gedreht ist, ist ja auch so ein bisschen oldschool. Also eigentlich, im Grunde genommen, ist dieser Song vieles von dem, was ich in anderen Songs einzeln immer feiere. Ja? Beat nice, Video nice mit VFX, dies, das, Text nice, Vibe nice, let's get it. Ja, fahre nicht, werde nur rumgefahren, Augen wie Adler auf Bullenwagen, ich lasse dich. Fahre nicht, werde nur rumgefahren. Ich weiß nicht, irgendwie so eine Lines, ich finde die lustig und dann macht es auch irgendwie Spaß, den Song zu hören. Wenn man sich auch einfach auf Lines freut, wenn ihr versteht, so. Ich tanze genauso wie Karten, alle sind Mafia, doch dann sprechen Taten. Kippe den Hennessy, hol noch ne Bottle, weil die erste fliegt. Lass die bröseln auf dem gelben Brief. Bin ich von ne... Wie der Typ sich mit dem Hotbeutel auf den Beat einfach so gegen den Kopf geklatscht hat. So krank! Sound attraktiv, liebe nur Mula, bin nachts aktiv. Was ich bitte, das ist darf nicht. Bin der Grund, wieso ihr Hass hier. Boah, der Part. Wirklich böse, der Part. Der Part war so böse, wie seine Augen jetzt da aussehen. Wirklich jetzt. No cap. Wirklich dämonisch einfach. Baba. Buch, Druck in der Lunge, der Cognac im Blut. Handy am Brennen, genau wie die Glut. Wenn ich mit Mucke, dann plan ich ein Coup. 2D, in mein Zaruch. Druck in der Lunge, der Cognac im Blut. Handy am Brennen. Sieht lecker aus. Da muss auch sagen, ja, Hook ist auch sehr, sehr nice. Wobei hier tatsächlich, ich glaube, ich den Part besser finde als die Hook. Weil da wird besser geflext und sowas alles. Insgesamt unfassbares Paket. Genau wie die Glut. Wenn ich mit Mucke, dann plan ich ein Coup. Osama Savage. Grr. Grr. Ey. Wenn das so weitergeht, ich sag euch, wenn das so weitergeht, könnte das Endzone-Mixtape wirklich geisteskrank geil werden. Ja? Ich würde mich wirklich, ich freue mich wirklich hart drauf und ich glaube, es wird sehr, sehr nice. Deswegen, big Props auf jeden Fall. Big, big Props. Wenn es so weitergeht, oh mein Gott, alles, alles kaputt machen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne natürlich ein Abo da. Wir sind nämlich kurz vor 1400 Abonnenten. Wilde Geschichte. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ansonsten macht euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.